Hallo und herzlich willkommen zu meinem How-to Partitionieren auf der Kommandozeile. Ich setze mal voraus, dass man schon mal mit gepartet grafisch partitioniert hat, weil ansonsten hat man, glaube ich, nicht unbedingt genügend Hintergrundwissen, um per Kommandozeile seine Festplatte partitionieren zu können. Ich habe jetzt einfach mal meine externe Festplatte angeschlossen und ein paar Partitionen drauf erstellt, um nachher zu demonstrieren, wie das funktioniert. Und zwar arbeite ich mit GPT als Partitionstabelle. Hat den Vorteil, dass man beliebig viele, also so gut wie beliebig viele Partitionen erstellen kann und nicht wie bei MBR darauf angewiesen ist, maximal vier primäre Partitionen zu machen und dann alle weiteren in einer erweiterten Partition machen zu müssen. Insofern würde ich auch jedem empfehlen, GPT zu verwenden, es sei denn, man ist darauf angewiesen, es anders zu machen, weil entweder das BIOS es nicht mehr booten kann. Oder aber man eine Windows-Version benutzt, die kein GPT unterstützt. In dem Fall hat man dann Pech gehabt. Aber die Benutzung des Kommandozeilentools funktioniert mit MBR recht ähnlich. Dann genug zu gepartet. Und ich demonstriere einfach erstmal, wie das so aussieht, wenn man mal sehen möchte, welche Partition man überhaupt hat. Da gibt es nämlich das Tool LSBLK, also für List Block Devices. Und man sieht hier, das ist meine interne Festplatte, ist 1 TB groß, also die Hersteller schreiben immer mehr drauf, als drin ist. Hier meine externe Festplatte, SDB, 500 GB groß, theoretisch. Hier sieht man die einzelnen Partitionen und deren Größe. Hierbei gilt zu beachten, dass die Nummerierung hier nicht zwingend in derselben Reihenfolge ist, wie die Partitionen hintereinander auf der Festplatte sind. Das hat den ganz einfachen Grund, dass die durchnummeriert sind nach der Reihenfolge, in der sie in der Partitionstabelle drin geschrieben sind. Und die kann man im Prinzip manuell festlegen, das wird man gleich sehen. Aber jetzt erstmal dazu, meine externe Festplatte zu partitionieren. Und zwar benutze ich dazu das Tool gdisk, hier mit sudo ausgeführt, weil es Superuser-Rechte braucht. Dann das Gerät, slash dev, slash sdb. Und hierbei wirklich beachten, man sollte schon genau wissen, was man tut, dass man nicht aus Versehen die Partitionstabelle von seiner Festplatte kaputt macht. Noch kurz dazu, wenn man schon eine Partitionstabelle drauf hat, dann kann es eventuell sinnvoll sein, davon ein Backup zu machen. Also mit gdisk-l und dann das Gerät kann man sich die Partitionstabelle ausgeben lassen, wie man hier sieht. Und wenn man diese Datei einf wenn man das einfach in eine Datei abspeichert, zum Beispiel, also Partitionstabelle .txt, dann hat man nochmal ein Backup davon, falls irgendwas schief geht, dann und man sich am Ende überlegt, oh, ich hätte es doch gern lieber wieder gehabt, weil, oh Mist, da waren ja noch Daten drauf oder so, dann kann man es wiederherstellen anhand dieser Informationen hier. Das kann ich auch nachher demonstrieren. Gut, aber dann legen wir erstmal los. Und zwar kann ich mir hier mit P jetzt die Partitionstabelle ausgeben lassen. Und man sieht immer hier die Nummer der Partition. Das sagt im Prinzip die Reihenfolge aus, in der es in der Partitionstabelle drin steht. Hier haben wir den Startsektor. So ein Sektor, ich weiß nicht, wie groß der ist. Das. Ja, 512 Bytes sind ein Sektor in dem Fall. Und der letzte Sektor einer Partition. Und hier sieht man jetzt auch, die zweite Partition fängt genau einen Sektor nach dem Ende der ersten Partition an. Und hier nochmal die Größe in menschenlesbarer Form. Und das hier, dieser Code,
Das ist eine Beschreibung, was für ein Dateisystem sich da drin befindet oder wofür die Partition verwendet wird. Das war beim MBR noch, waren das zwei Stellen, also es sind Hexadezimalzahlen, keine Dezimalzahlen. Aber bei GPT sind das vier Stellen. Und diese 8300 und die 8200 hier für Linux-Dateisystem und Linux-Swap, die sind auch, also wenn man die letzten Stellen hier weglässt, dann hat man dasselbe für MBR. Aber sagen wir mal, mir gefällt diese Partitionstabelle überhaupt nicht. Dann und ich möchte alle, ich möchte jetzt einfach mal, also keine Ahnung, ich mag diese Partition hier nicht, die Partition 4, und würde die gern löschen. Dann tippe ich einfach D, Enter. Ich werde gefragt, welche Partition ich löschen möchte, in dem Fall 4. Und schwupps, nochmal P eingegeben und geguckt, die Partition ist verschwunden. Wenn ich jetzt das auf die Festplatte schreiben möchte, diese Änderung, dann muss ich W machen für Write. Und ich werde nochmal gefragt, ob ich das wirklich überschreiben möchte. Und es wird auf die Festplatte geschrieben. Und jetzt kann ich gucken. Hier, SDB4 ist verschwunden. Und wie man hier sieht, es ist nicht so, dass die Nummern einfach durchnummeriert werden, sondern das sind genau diese Nummern, die man den Partitionen gegeben hat. Also ich habe jetzt gezeigt, wie man Partitionen löschen kann. Aber es macht jetzt keinen Sinn, alle einzeln zu löschen, wenn ich eigentlich alles nochmal neu machen möchte. Deswegen mache ich O. O generiert mir eine neue Partitionstabelle. Hier werde ich nochmal gefragt. Und man sieht, hier ist nichts mehr, also es ist leer. O macht man auch, wenn man vorher keine Partitionstabelle hatte. So, jetzt will ich eine neue Partition machen. Das mache ich mit N für New. Und dann werde ich gefragt, welche Partitionsnummer ich angeben möchte. Und hier sieht man, man kann nicht endlos viele Partitionen anlegen, sondern eben nur 128 anscheinend. Und hier steht Default 1. Und der Default wird immer die kleinste freie Partitionsnummer nehmen. Also drücke ich hier einfach mal Enter, weil 1 finde ich schon in Ordnung. Dann werde ich gefragt, was ich denn als ersten Sektor benutzen möchte. Wobei ich erst nur mit 34 anfangen kann, weil davor ist die Partitionstabelle reingeschrieben. Also den Bereich kann man nicht bearbeiten. Und der Default ist 2048. Und ich würde auch empfehlen, das so zu lassen, weil das hat bestimmt irgendwas damit zu tun, wie das aligned ist, also wie das ausgerichtet ist auf der Festplatte. Das ist auch hier angegeben. Partitionen werden an 2048 Sektorgrenzen ausgerichtet. Und den Start lasse ich jetzt erstmal da, wo er ist. Und dann werde ich gefragt, was ist der letzte Sektor? Und was ich hier jetzt machen kann, ist, dass ich entweder direkt eine Sektorzahl eingebe. Default wäre hier der letzte Sektor der gesamten Festplatte. Das ist dieser hier. Und da kann ich jetzt aber eingeben, ich möchte meine Partitionen so oder so viel Gigabyte oder Megabyte groß haben. Angenommen, ich möchte jetzt zum Beispiel eine Boot-Partition machen oder besser gesagt eine UEFI-Systempartition, dann kann ich das auch mit den Codes nachher mal zeigen. Dann sage ich hier plus, also nehme diesen Startsektor plus meinetwegen 512 Megabyte, dann schreibe ich 512 M. Und dann nimmt er den Sektor, der 512 Megabyte nachher kommt. Und dann werde ich gefragt, welcher Dateisystemtyp es ist. Wie schon erläutert, das sind vier Hexadezimalzahlen. Und mit L kann ich mir hier eine Liste ausgeben lassen, mit Groß L, was es denn alles gibt. Und hier sieht man schon ein paar so Sachen, zum Beispiel Chrome OS, Kernel, was auch immer das ist. Hier diese 8200 ist Linux Swap, 8300 Linux File System. Es ist nicht zwingend so wichtig, das anzugeben, aber ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wofür man das überhaupt benutzt.
in den meisten Fällen. Aber irgendeinen Nutzen wird es schon haben. Und jetzt gerade, wenn ich eine EFI-Systempartition machen möchte, dann brauche ich das sogar, weil dann muss ich EF00 eingeben, was für EFI-Systempartition steht. Beziehungsweise, wenn man GPT benutzt und mit BIOS unterwegs ist, dann braucht man eine BIOS-Boot-Partition, um den Bootloader da reinschreiben zu können, weil es kein MBR mehr gibt, kein Master Boot Record. Aber ich will jetzt hier eine EFI-Systempartition, also gebe ich hier EF00 ein. Und mit P nochmal alles ausgegeben und man sieht, Partitionsnummer S1 von diesem Sektor zu diesem Sektor und die Größe ist 512 Megabyte. Und der Code ist EF00, was eben bedeutet die EFI-Systempartition. So, jetzt habe ich meine EFI-Systempartition, die werde ich dann als Boot verwenden, zum Beispiel, wenn das jetzt eine Linux-Distribution wäre. Und ich hätte gerne eine Systempartition, wo mein Betriebssystem draufkommt. Und das mache ich jetzt. Es ist die zweite Partition, also nehme ich Partitionsnummer 2. Die soll direkt hinter der Partition sein, also nehme ich als Sektor den er mir vorgibt. Das ist der nächste Sektor. Also wie man hier sieht, 23, 24. Und die soll 50 GB groß sein. Also mache ich das. 8300 ist in Ordnung. Also für Linux File System. Und schon habe ich eine zweite Partition, die ich dann als Systempartition zum Beispiel verwenden kann. Was ich jetzt auch möchte, ist vielleicht eine Swap-Partition. Angenommen, ich möchte mir jetzt die möchte ich gerne am Ende der Festplatte haben, damit ich den restlichen verbleibenden Speicher schön nutzen kann und damit ich da, also ich, einfach nur zu Demonstrationszwecken möchte ich diese Swap-Partition jetzt am Ende der Festplatte haben. Also da ich jetzt insgesamt vorhabe, vier Partitionen zu erstellen, gebe ich hier eine 4 ein, damit die Reihenfolge noch passt. Als Partitionsnummer. Und jetzt ist der erste Sektor, soll nicht der drauffolgende nach dem hier sein, sondern der erste Sektor soll genau 8 GB vor Ende der Festplatte sein. Also gebe ich jetzt für den Startsektor ein minus 8 G. Und jetzt sagt er mir, 8 GB vor Ende der Festplatte passt nicht ganz zu den 2048 Sektor-Alignments. Und deswegen wurde es automatisch korrigiert. Das soll mich jetzt nicht weiter stören. Und als letzten Sektor nimmt er jetzt das Ende der Festplatte. Da könnte ich jetzt auch wieder zum Beispiel minus 4G eingeben. Dann hätte ich von 8 GB vor Ende bis 4 GB vor Ende der Festplatte eine Partition und die 4 GB am Ende wären noch frei. Aber in dem Fall möchte ich das nicht haben. Und das Ganze ist jetzt Swap, also gebe ich 8200 ein. Jetzt sieht man hier, habe ich am Ende meine Swap-Partition 8 GB groß. Und jetzt mache ich noch eine Datenpartition oder Home-Partition. Nehmen wir mal einfach eine Home-Partition. Dann kann ich da jetzt Start- und Stop-Sektor so übernehmen, weil ich will den ganzen restlichen Platz ausfüllen. Und als Filesystemtyp will ich Linux slash Home, also 8302. So. Und voilà. Neue Partitionstabelle. Und jetzt will ich das noch. Jetzt bin ich damit zufrieden soweit und kann das auf die Festplatte schreiben mit W. Ja, und ich möchte das akzeptieren, genau. Und wie man jetzt sieht, habe ich hier diese Partition. Was gparted auch noch macht, was gdisk nicht macht, ist Dateisysteme zu erstellen. Und das zeige ich jetzt mal als nächstes. Und zwar sagte ich, dass das SDB1 eine EFI-Systempartition werden soll. Das braucht dann das FAT32-Dateisystem. Also sage ich sudo makefs.vfat-f32-l EFI
Das hier ist, das hier sagt, dass es FAT 32 sein soll. Und das hier sagt, dass es den Namen EFI haben soll. Und jetzt gebe ich noch an, slash dev slash SDB1. Hier auch beachten, das fragt einen nicht nochmal nach, ob man da wirklich das Richtige angegeben hat. Wenn man hier das Falsche angibt, dann erzeugt man sich woanders ein Dateisystem und macht sich mit ziemlicher Sicherheit Daten kaputt. Tja, und ich habe gleich mal den ersten Fehler gemacht, weil das Strich L hier gar nicht zur Verfügung steht. Das heißt irgendwie anders. Also lasse ich das jetzt mal. Kriegt das kein Label? Das wird auch. Ah, genau. Hier steht's. Strich N, Volume Name. Also Strich N. EFI. Okay. Jetzt habe ich hier eine FAT-Partition. FAT32 mit dem Namen EFI. Jetzt will ich hier meine Systempartition machen. Die kriegt EXT4 als Dateisystemtyp. Und die heißt System. Genau das gleiche, dauert ein bisschen. Und jetzt habe ich hier ein EXT4-Dateisystem mit dem Namen System. Dasselbe nochmal mit SDB3. Nenne ich Home. Und auf SDB4 wollte ich ein Swap haben. Und dafür verwendet man nicht MakeFS, sondern MakeSwap. In dem Fall Swap als Name. Und dann DevSDB4 in meinem Fall. Und natürlich als Superuser ausführen. Und wie man mit lsblk-f sieht, jedes Dateisystem kriegt auch eine UUID zugewiesen. Die ist praktisch für die etcfs-tab oder bei Kernel-Boot-Parametern. Wenn man damit ein Dateisystem identifizieren kann, unabhängig davon, ob das jetzt SDB oder SDA oder S oder sonst was heißt, auch wenn sich diese Gerätenamen ändern, die Unique Universal Identifier bleiben identisch. So, angenommen, mir hätte jetzt mein vorheriges Partitionslayout besser gefallen und ich will das wiederherstellen, dann kann ich das ganz einfach machen. Und zwar schaue ich mir die Partitionstabelle an, die ich hier aufgeschrieben habe. Und reproduziere sie einfach. Ich mache also eine neue Partitionstabelle und tippe einfach diese Sektoren ab. Startsektor und Endsektor. In dem Fall 2048. Und 8300. So. Und so kann ich eben Schritt für Schritt eine Partitionstabelle, die ich gespeichert habe, im Nachhinein wiederherstellen, sozusagen. Also indem ich einfach diese Sektoren abtippe als Start- und Endsektor. Aber in dem Fall möchte ich das jetzt nicht abspeichern, sondern ich bin zufrieden mit dem, was ich gerade gemacht habe. Und um zu demonstrieren, dass es auch alles funktioniert hat, einmal in gparted. Und wir sind hier
auf der externen Festplatte. Ich habe hier eine FAT32-Partition mit FAT32. 512 Megabyte, naja, fast groß. Wobei, oder doch, hier steht 5. Ach, das ist nur was Benutztes. Hier 512 Megabyte groß mit der Bezeichnung EFI. X4 50 GB, Bezeichnung System. X4 Bezeichnung Home und der restliche Platz hier zwischendrin. Und Swap mit dem Namen Swap und 8 GB groß. So viel dazu. Jetzt, ja, das war alles dazu zu zeigen, wie man auf der Kommandozeile seine Festplatten partitioniert. Ist eigentlich gar nicht schwierig.